So, wir sind mittlerweile im 11. Kapitel. Wow, wer hätte das gedacht, dass wir da jemals hinkommen? Aber wir sind dort angekommen. Preis den Herrn dafür. Halleluja. Deswegen, würden wir doch mal direkt anfangen mit den ersten beiden Versen. Und wie gesagt, wir werden uns als ergänzen heute. Schauen wir mal, wie das alles läuft. Es ist so komisch, wenn man hier unten sitzt, gell, und euch so alle anschaut. Naja, ihr hört uns hauptsächlich, weiß nicht, ob ihr uns alle sehen könnt, aber ihr hört uns, das ist doch ganz gut. Preist den Herrn. 11. Kapitel, Vers 1 und Vers 2 in der Offenbarung. Fangen wir an, das zu lesen. Und es wurde mir ein Rohr gegeben, einem Messstab gleich, und mir wurde gesagt, steh auf und miss den Tempel Gottes und den Altar und die dort anbeten. Aber den äußeren Vorhof des Tempels lass weg und miss ihn nicht, denn er ist den Heiden gegeben und die heilige Stadt werden sie zertreten 42 Monate lang. Amen. So, die Rede hier ist von dem Wiederaufbau des Tempels. Wir müssen verstehen, um nochmal die Zeit wirklich einzuordnen, diese Ereignisse, von denen wir jetzt hier auch lesen, das sind die Ereignisse, die nach der Entrückung der Gemeinde stattfinden. Wir reden von Ereignissen, die in Trübsalzeit, beziehungsweise auch zu Beginn der Trübsalzeit stattfinden werden. Unter anderem werden die Juden wieder ihren Tempel errichten und aufbauen. Und der ein oder andere, der sich mit dem Thema gerne beschäftigt, hat bestimmt die ein oder andere Nachricht mitbekommen, weil die Juden sich bereits vorbereiten, diesen Tempel zu bauen. Und den wollen sie nicht irgendwo bauen, sondern den wollen sie dort bauen, wo der ursprüngliche Tempel auch stand, auf dem Tempelberg. Gibt es nur ein kleines Problem, da steht ein anderes Gebäude gerade drauf auf diesem Tempelberg. Und wir können, glaube ich, alle erahnen, wenn jetzt ein paar Juden kämen mit einer Abrissbirne und mit einem Bagger und würden dorthin fahren, das würde auf jeden Fall zu einem Krieg führen, zu einem religiös motivierten Krieg, weil dort momentan die Moslems ihr Gebäude errichtet haben, das für die im Islam auch eine wichtige Bedeutung hat. Und vor allen Dingen eine Bedeutung für den Teufel. Er will dem Volk Gottes immer eine auswischen. Das war schon immer der Fall. Und jetzt steht dieser Klotz da, wo eigentlich der Tempel hätte stehen sollen. Und wenn die jetzt den einfach abreißen würden, dann hätten wir einen Riesenaufstand. Man merkt es ja auch heute, wie friedlich diese Religion auch generell ist, wenn du ansatzweise etwas, eine Karikatur verfasst, zum Beispiel in Frankreich, ne? Ihr kennt das alles, und schwupps drehen sie schon durch und Leute werden ermordet und so weiter. So kannst du das um ein Vielfaches schlimmer vorstellen, wenn dort sowas passieren würde mit deren Moschee oder Gebäude, was dort ist. Und also muss der Herr wohl eingreifen und muss da etwas tun, damit das der Fall sein kann. Preis den Herrn. Wir sehen, es gibt verschiedene Tempel, die aufgebaut worden sind. Das Ganze fängt an mit der Stiftshütte. Das ist auch eine Form des Tempels, nur jetzt nicht aus Stein. Und das liegt einfach daran, dass der Herr schon immer einen Wunsch hatte, unter seinem Volk, unter den Menschen auch zu sein. Ganz am Anfang schon im Paradies kam er immer wieder und hat Gemeinschaft gehabt mit Adam, Eva mit Sicherheit auch. Und dann wurden sie vertrieben. Und sie haben gesündigt, die Gemeinschaft wurde unterbrochen und der Herr hat andere Wege gemacht, Gemeinschaft zu haben oder unter seinem Volk zu wohnen. Das ging dann weiter zum Beispiel mit der Stiftshütte. Und nach der Stiftshütte ging es weiter mit dem ersten Tempel, den Salomo gebaut hat und der Herr das auch abgenickt hat sozusagen und bestätigt hat, dass das in Ordnung ist. Und der Tempel bei der Einweihung, die Gegenwart Gottes war so stark, dass die gar nicht wirklich dienen konnten in diesem Tempel, weil der Herr so mächtig dort war. Wahnsinn. Ja, dann ist dieser Tempel zerstört worden und es wurde ein zweiter Tempel, also ein zweiter steinerner Tempel ist damit gemeint, gebaut. Und zwar von Zerubbabel, von Haggai, von Esra und so weiter. Eine Gruppe von Menschen, die erst vertrieben waren, zurückgekommen sind, die auch diesen Tempel aufgebaut haben.
Und dann geht es weiter in der Geschichte, dass dieser Tempel irgendwann mal entweiht worden ist von Zerubbabel. Wir erinnern uns vielleicht noch an die 400 stillen Jahre zwischen den Testamenten, zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Vielleicht erinnert ihr euch noch an Alexander den Großen und anschließend die Diadochenkriege, die es dann gab, der vor allen Dingen die heftigen Kriege zwischen den im Norden, den Seleukiden und den Königen dort und dann auch unten im ägyptischen Bereich, die Ptolemäer. Und die haben immer miteinander gekämpft und da gab es einer, der ist der Antiochos Epiphanes, der ist auch in den Krieg gezogen, runter in den Süden und dann hinterher hat er auch einen auf die Mütze bekommen von den Römern, die langsam erstarkten in dieser Zeit und stärker wurden. Daraufhin war er scheinbar nicht so gut gelaunt. Und hat seinen Frust, seinen Zorn, natürlich getrieben von den Mächten der Finsternis, in Israel ausgelassen. Du siehst, diese zwei Reiche haben miteinander gekämpft und zwischendrin hast du die Nation Israel, natürlich. Und da ist er zurückgegangen und hat dann unter anderem gesagt, dass wenn jemand erwischt wird, der die Tora liest zum Beispiel, dann wird der des Todes sterben. Und so weiter. Und zusätzlich ist er dann in diesen Tempel gegangen, hat ihn entweiht, hat sich zu einer Gottheit unter anderem ausrufen lassen. Also alles so Vorstufen, wie es der Antichrist noch in der Zukunft tun wird. Und dann hat er diesen Tempel entweiht, nicht nur mit seiner Anwesenheit, dass er da drin war, sondern er hat ein weibliches Schwein, also eine Sau, hat er dort geopfert, also geschlachtet und geopfert. Auch nicht mal ein männliches Tier, einfach um diese Blasphemie noch richtig heftig zu machen. Unreines Tier, ein weibliches unreines Tier. Und weil er das getan hatte, konnte dieser Tempel nicht mehr zu einem Dienst für den Herrn verwendet werden. Der Tempel war entweiht und das war eine Schande dort in Jerusalem. Und in dieser Zeit kommt dann der Aufstand der Makkabäer. Und die Makkabäer, die haben dann, es wieder zurückerobert. Sie haben ihn vertrieben. Sie haben den Tempel wieder neu eingeweiht, neu dem Herrn gewidmet. Und da kommen wir zu dem Fest. Pastor Weih hat es mir vorhin gerade gesagt. Vielleicht willst du dazu noch was sagen, dann brauche ich ja alles sagen. Ja, dann das Fest, Hanukkah-Fest, das heißt die Erneuerung oder die Reinigung vom Tempel, der verunreinigt war. Und was war, als sie wollten den Tempel, nachdem sie ihn gereinigt hatten, wollten sie alles wieder, die Leuchter anstecken und alles Mögliche. Und die hatten kein Öl mehr. Öl nur eigentlich für 3 Tage. Und das war spezielles Öl für den Leuchter im Tempel. Und sie haben gesagt, okay, wir fangen sofort an, neues Öl zu machen, benutzen aber das alte, solange wir können. Und das Öl, was sie hatten, das hat gereicht für 3 Tage. Die haben das gewusst, aber das neue Öl, wo sie da gemacht haben, haben ein spezielles Rezept, das war noch nicht fertig. Aber das Wunder, das passiert ist, der Herr hat den Leuchter brennen lassen für die restliche Zeit, bis das neue Öl fertig geworden ist. Und das war ein Wunder. Eines der Tempelwunder, die passiert sind. So, preis Gott dafür. Ja. Und Herodes? Wolltest du gerne auch sagen? Ja, okay. Herodes, wie er da war, er war ja ein Politiker, der Herr hat gesagt, der Fuchs, hat er ihn genannt, und der wollte natürlich gut mit Rom stehen, er hat Caesarea gebaut, er hat Tiberias gebaut, noch viele andere Städte im Süden und zu Ehren seiner Feinde. Und er hat halt auch gedacht, dass wenn irgendwas ist, dann rennt er dorthin und ist in Sicherheit. Aber der hat den Herrn vergessen. So, Herodes hat noch die Juden zufriedenstellen wollen und hat natürlich den Tempel, so ein Bauwerk muss ja nach Jahren immer wieder erneuert werden, repariert werden, und den Tempel hat er
restaurieren lassen, vergrößern lassen, den Gebetsplatz, Tempelberg und was immer da war. Und ja, da hat er auch Ruhm bekommen von den Juden. Der war nicht beliebt, aber er war toleriert, sozusagen. Und das war der zweite Tempel. Und die Römer haben den zweiten Tempel am selben Tag oder Jahrestag zerstört wie der erste Tempel, wie die Babylonier den ersten Tempel zerstört haben, am 9. des Monats Av. Ich habe mal gewusst, was das für ein Monat war. Das ist, ich glaube, zwischen Juli, August, so um die Zeit rum. So, und die feiern, die Juden feiern den Tag, den 9. Av, als Gedenktag der Zerstörung von den Tempeln. Und auch, sie sagen, dass der Tag ein Tag des Unglücks für die Juden war in der Geschichte Israels. Weil zu der Zeit gab es auch die spanische Inquisition gegen die Juden und noch viele andere Dinge. Aber das ist jetzt nicht hier drin. So, hier stand der Tempel, vielleicht kann ich gerade noch sagen, dass es ist interessant, was ich jetzt bemerkt habe. Ich habe das ja schon so oft durchgekaut, nicht alleine, die Offenbarung. Und der Tempel steht hier schon. Der wird nicht erst gebaut, wenn du das 11. Kapitel liest. Und wenn die Zeugen, von denen wir natürlich reden nachher, wenn die ihren Dienst beginnen, sie sind für 3,5 Jahre, sind die, weissagen die, und dann ist vorbei. So, wenn die ersten 3,5 Jahre weissagen, dann ist es der Tag, an dem eigentlich die Gemeinde weg ist. Ja, wenn die Gemeinde weg ist, dann ist sie weg. Dann ist sie weg, genau. Dann sind auch die Zeugen da. Weiß nicht, ob die unmittelbar nach der Entrückung gleich da sind oder ob die dann ein paar Wochen, Monate später oder sowas kommen wird. Das wird der Herr eher wissen. Ich wollte noch hinzufügen, die Sache vorhin, als ich sagte, der Herr wollte schon immer unter seinem Volk wohnen. Und da haben wir die Stiftshütte, die einzelnen Tempel. Und die Juden wollen jetzt ihren dritten Tempel bauen. Aber der Herr hat ja einen anderen Tempel vorgesehen. Und zwar wir sind der Tempel des lebendigen Gottes. Er wohnt nicht mehr in menschengemachten, steinernen Tempeln, sondern er wohnt jetzt in uns. Und das ist die Erfüllung von dem, was er vorgesehen hatte. Das war sein eigentlicher Plan oder ist sein eigentlicher Plan. Und deshalb, wir sind der Tempel. Aber für die Juden selbst, für das Volk, das jüdische physische Volk, das auch zu dem Herrn ja gehört, dass das Volk Gottes ist, die wollen sich jetzt auch natürlich noch einen Tempel bauen. Und die Schrift sagt uns, dass sie das tun werden. Und dieser Tempel, der wird die Bühne des Antichristen sein. Und auf dem er sich als Messias dann anschließend auch erheben lässt, als eine Gottheit verehren lässt. Das wird dann dieser dritte gebaute Tempel sein, dort in der Stadt Jerusalem. In 2. Thessalonicher 2,4, er ist der Widersacher, der sich erhebt über alles, was Gott oder Heiligtum heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. Also das ist schon vorausgesagt, dass es so sein wird. Und während der letzten 3,5 Jahre wird Jerusalem und der Tempel auch von den Heiden kontrolliert sein. Die werden da auch rumtoben und machen und tun. Es ist ja jetzt schon so, dass man sagen kann, dass die Israeliten dort in ihrem Land, in ihrer eigenen Stadt, auf ihrem eigenen Tempelberg auch nicht machen können, was sie wollen. Es wird nur noch schlimmer werden. Aber der Herr wird dem Ganzen natürlich ein Ende bereiten. Und das Ganze ist auch alles schon vorausgesagt worden in Daniel. Und wenn ihr euch erinnert, wir hatten ja auch mal über das Buch Daniel gesprochen, über die 70 Wochen. Und da geht es um die 70. Woche in Daniel 9,27. Hier ist die Rede von dem Antichristen, er wird aber vielen den Bund schwer machen, eine Woche lang.
Und in der Mitte der Woche wird er Schlachtopfer und Speiseopfer abschaffen. Und im Heiligtum wird stehen ein Gräuelbild, das Verwüstung anrichtet, bis das Verderben, das beschlossen ist, sich über den Verwüster ergießen wird. Also das, was schon der Antiochus getan hatte, das wird wieder passieren, diesmal aber mit dem eigentlichen Antichristen. In dem Moment, wo er sagt, ich bin Gott und geht in den Tempel, du weißt ja, was im Alten Testament passiert ist, als war das Hiskia, der in den Tempel gegangen ist und sollte nicht reingehen ins Heiligtum und der Herr hat ihn geschlagen mit Krankheit. So. Mhm. Ja. Ja, auch in Daniel 12, Vers 11 steht, und von der Zeit an, da das tägliche Opfer abgeschafft und das Gräuelbild der Verwüstung aufgestellt wird, sind 1290 Tage. Also die Schrift ist da sehr, sehr präzise, schon in der Zeit vom Daniel, was der Herr ihm da gezeigt hat. Und ja, wie gesagt, er wird sich dort ebenfalls als ein Gott erheben, wird sich als ein Messias darstellen, aber das wird ein baldiges Ende dann mit ihm nehmen. Es ist ja nicht der Mensch eigentlich, ja, sondern es ist der Geist des Antichristen, der durch diesen Menschen wirkt. Und es ist das ein und selbe, was es schon immer war. Satan hat auch im Himmel gesagt, er ist der Löser, Erretter und ja, ich bin der Chef und der Herr hat gesagt, das brauchst du hier nicht zu bringen. Ja, das war's dann. Aber du siehst, dasselbe Verlangen hat dieser Geist der Welt immer noch. Er will angebetet werden, er will, dass wir ihm dienen und verehren. Aber wir haben ja einen Gott, einen einzigen. Preis Gott. Preis Gott. Wir haben vorhin kurz auch mal im Büro uns unterhalten, und zwar über den Antichristen. Und es ist ja so, der Teufel weiß eines definitiv nicht und wir auch nicht, und zwar, wann die Entrückung passiert. Hat keine Ahnung, wann das passieren wird. Es wird irgendwann kommen und er will nach Möglichkeit schauen, dass er da bereit ist, um all diese anderen Dinge, die dann in der Offenbarung geschrieben sind, auch durchführen zu können, weil er weiß, er hat dann noch weniger Zeit, hat er jetzt schon wenig, aber dann weiß er, jetzt tickt die Uhr nun wirklich, jetzt ist ganz konkrete Zeitabschnitte und dann ist Feierabend. Und deswegen kann es durchaus sein, dass auch der Teufel darauf achtet, dass, weil der antichristliche Geist, der wirkt ja schon in dieser ganzen Welt, schon über Jahrhunderte hinweg, das ist ja nichts Neues. Aber es kann durchaus sein, dass er sich immer mal wieder Menschen bereitet hat, die Funktion des Antichristen hätten erfüllen können. Aber sie haben es nicht, weil es nicht der Zeitpunkt war. Und so einer wäre zum Beispiel auch dieser Antiochus Epiphanes gewesen, weil er hat genau diese Schritte ja auch gemacht. Aber es war nicht das Ende oder die letzten Tage des Herrn. Das war noch nicht der Fall. Und so kann es durchaus sein, dass andere grausame Regenten und Machthaber, die viel Einfluss hatten, dass die vielleicht vom Teufel auch als eine Art Antichrist vorgesehen waren. Aber der Herr gesagt, nein, die Zeit ist noch nicht da. Beispielsweise so jemand wie Hitler, der war grausam und der hat auch seinen Hass auf die Juden auch konkret gelegt. Aber es ist oder war nicht der Antichrist. Aber es hätte vielleicht so jemand für den Teufel sein können, dass wenn die Entrückung gewesen wäre und der ist gerade an der Macht, da hätte er gesagt, ja, da habe ich schon meinen Mann, der das machen wird. So kann es durchaus sein, dass es potenzielle Antichristen, also Leiter, die das übernehmen, in der Welt da sind oder dass er darauf achtet, dass er in allen Generationen so eine Person sozusagen zur Verfügung hat, weil er einfach nicht weiß, wann es losgeht. Wollt ihr noch was sagen? Ja. Gerne. Auf jeden Fall, der Antichrist, der Geist des Antichrist wirkt, wir lesen das auch in den Episteln, in den Sendschreiben zu den Gemeinden, dass der schon in der Welt ist. Nur der Antichrist selbst, die Person, ist noch nicht offenbart. So, ich denke, nach der Schrift hier, nach dem Buch der Offenbarung, der Antichrist, der wird erst erscheinen während der Trübsal. So, da muss aber auch schon der Tempel stehen.
So, wenn der Tempel angefangen wird, gebaut wird, da wird der schon Bescheid wissen, okay, jetzt bald. Weil das ist ja alles beschlossen in der unsichtbaren Welt, in der Geisteswelt. Und die wissen das und die warten darauf. Aber es ist noch nicht erschienen, sozusagen, verwirklicht in der sichtbaren Welt. Für Gott ist die ganze Sache klar und abgeschlossen. Da wird es eine Entrückung geben, da wird es einen Sieg geben über den Teufel und Antichristen und alles Mögliche. Und irgendwann ist es vorbei, da hat ein neuer Himmel, neue Erde. Für ihn ist das schon gesetzt, das wird keiner ändern können, auch kein Teufel. So, er sieht weiter, da brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Und ich finde das interessant, wie er jetzt gerade gesagt hat, der Sieg und so weiter ist alles schon beschlossen, steht ja auch in dem Buch drin und der Teufel weiß es ganz genau und trotzdem verführt er sich sogar selber, dass er denkt, er könnte noch was ausrichten und das Ganze fing ja früher an, er will sich erheben, will Gott gleich sein und so weiter, ich will und dann sehen wir ganz am Anfang im als die Menschen in die Sünde gefallen sind, Adam und Eva, dann der 3, Vers 15 ist es, glaube ich, in 1. Moses. Und zwar, da geht es um den Nachkommen, der in den Kopf zertreten wird. Und dann ist die Rede von 2 Samen, einmal der Samen der Frau und einmal der Samen der Schlange. So, da ist schon alles prophezeit worden, alles vorausgesagt worden, was sein wird. So, da ist ein ständiger Kampf zwischen dem, was von Gott ist und zwischen dem, was von dem Teufel ist. Und er wird in seiner eigenen Verblendung tatsächlich noch glauben, dass er Gott etwas, seinen Plan vereiteln könnte. Das hat er ja immer wieder versucht, ja. Das hat er versucht in Zeiten von Noahs. Das hat er versucht, als er erfahren hatte, dass David auch von ihm wird kommen. Da hat er dann die bekämpft. Als er dann erfahren hatte, dass Jesus auf dieser Erde war, hat er ihn bekämpft, wollte ihn kreuzigen. Aber all die Dinge, die er getan hat, hat der Herr alles schon vorausgesehen, wusste er alles schon. Und er hat nur eine Niederlage nach der anderen erlangt. Und er wird auch noch die finale Niederlage weiterhin erlangen. Aber wie verblendet er doch selbst ist und seine Anhänger. Es ist Wahnsinn. Es ist der Stolz scheinbar, der ihn so sehr verblendet. Und da sehen wir auch, wie es heißt ja nicht umsonst, ne, sagen wir immer, Hochmut kommt vor den Fall. Und das ist, die Stolz ist so gefährlich in unserem Leben, weil wir dann Dinge glauben und annehmen oder vielleicht größenwahnsinnig werden, die wir ohne Stolz gar nicht gewesen wären. Und hier finde ich es halt, wie gesagt, interessant, dass er denkt, er kann am Ende trotzdem nochmals auch etwas gegen das physische Volk Israel, das noch auf dieser Erde ist, dass er da was ausrichten könnte. Aber es ist alles beschlossen. Amen. So, dass wir auch noch weiterkommen zu den 2 Zeugen, lese ich gerade nur die Verse 3 bis Vers 6, dass wir es mal vorgelesen haben. Und ich will meine 2 Zeugen bestimmen und sie sollen weissagen 1260 Tage lang, angetan mit Trauerkleidern. Diese sind die 2 Ölbäume und die 2 Leuchter, die vor dem Herrn der Erde stehen. Und wenn ihnen jemand Schaden tun will, so kommt Feuer aus ihrem Mund und verzehrt ihre Feinde. Und wenn ihnen jemand Schaden tun will, muss er so getötet werden. Diese haben Macht, den Himmel zu verschließen, damit es nicht regne in den Tagen ihrer Weissagung, und haben Macht über die Wasser, die sie in Blut zu verwandeln und die Erde zu schlagen mit Plagen aller Art, so oft sie wollen. Ich lese doch mal ein bisschen weiter, dass wir gerade das Ganze mit denen erledigt haben. Hoffe ich mal. Siehst du, Vers 7 habe ich mir gar nicht ausgedruckt. Haha, hast du es gerade? Zeugnis vollendet, da haben wir das Tier, das aus dem Abgrund heraufsteigt, mit ihnen Krieg führen und sie überwinden und töten. Genau. Kannst du bis Vers 11 lesen? Ja, und ihre Leichname werden auf der Straße der großen Stadt liegen, die im geistlichen Sinn Sodom und Ägypten heißt, wo auch unser Herr gekreuzigt worden ist. Vers 9. Und viele aus den Völkern und Stämmen und Sprachen, Nationen werden ihre Leichname sehen, 3,5 Tage lang, und sie werden nicht zulassen, dass ihre Leichname in Gräber gelegt werden. Und auf
und die auf der Erde wohnen, werden sich über sie freuen und frohlocken und werden einander Geschenke schicken, weil diese zwei Propheten diejenigen gequält hatten, die auf der Erde wohnen. Und nach den 3,5 Tagen kam der Geist des Lebens aus Gott in sie. Und sie stellten sich auf ihre Füße und eine große Furcht überfiel sie, welche sie sahen. Und sie hörten eine laute Stimme aus dem Himmel, die zu ihnen sprach, kommt herauf. Da stiegen sie in der Wolke in den Himmel hinauf und ihre Feinde sahen sie. Preis dem Herrn. So. Und danach haben wir noch ein großes Erdbeben. Okay. Ja. Amen. Die zwei Zeugen. Bitte. Da gibt es viel Spekulation, wer die beiden sind. Die einen sagen Mose und Elia. In Zacharja, wenn die das lesen, die Juden jetzt zum Beispiel, die lesen das und die werden das auch lesen, wenn sie zum Herrn finden, wenn Gott seinen Geist ausgießt über Israel und er sie wieder zu sich ruft, dann werden die das auch lesen. Und so, wer die beiden Zeugen sind, das meiner Meinung nach ist das nicht Elia und Moses, weil Moses hat seine Arbeit getan, Elia hat seine Arbeit getan und Elisha hat auch seine Arbeit getan. Der ist ja mit dem Wagen hoch in den Himmel, Elia, ja. Und Moses' Grab hat man auch nicht gefunden, aber Henoch ging, der Herr hat ihn genommen. So, ich glaube nicht, dass wenn du deinen Dienst auf Erden getan hast, dass der Herr dich dann nochmal ruft für ein Werk. Der hat genug Leute, die er ausrüsten kann. Und da steht ja auch drin, wenn du Zacharja liest, dann siehst du die zwei Zweige, Ölzweige, die vor dem Herrn stehen. Dann sind es Bäume später und dann später sind es zwei kupferne Berge, die rechts und links stehen, preis Gott. Das zeigt bisher auf ihr Dienst, das zeigt die Salbung, die sie bekommen haben, ihr Dienst, den sie bekommen haben. Und hier steht es auch so, das sind die zwei Bäume, die vor dem Herrn stehen, preis Gott. Und ja, und die wird der Herr ausrüsten und die werden, ihre Aufgabe wird sein, dass sie Israel wieder zurück zu Gott bringen. Das ist ihre Aufgabe. Und dann, wenn die Erzeugnis fertig haben, preis Gott, da gibt es wie das Evangelium, wenn wir unser Zeugnis fertig haben und es ist in der ganzen Welt verbreitet worden, dann, ja, warum soll der Herr noch warten? Dann wird er seine Gemeinde holen. Und so ist es auch mit den zwei Zeugen. Wenn die ihr Zeugnis fertig haben, dann müssen die entweder glauben oder nicht glauben. Aber wir sehen, dass da welche sind, die glauben. Preis dem Herrn dafür. Und die Welt, die gegen Israel ist, wenn da steht, ihr Feuer geht aus ihrem Mund, dann ist es nicht Feuer, sondern das ist das Wort Gottes, das aus ihrem Mund herausgeht. Und wenn diese erschießen wollen, wer immer die erschießen will, die Kugel fliegt zurück. So auf dieselbe Art werden die Feinde getötet werden. So. Preis dem Herrn, ja. Und nach 3,5 Jahren haben die ihr Dienst vollendet. So. Und dann geht es weiter. Wir haben gelesen, dass erlaubt man nicht, dass sie in Gräbern liegen, sondern dass sie draußen auf der Straße liegen bleiben. Und dann, ja, nach 3,5 Tagen ruft der Herr sie zu sich und bringt das Leben wieder zurück. Und sie stehen auf die Füße und in der Wolke gehen sie hoch in den Himmel. Und da gab es ein Erdbeben und ich glaube 7000 haben sich dann bekehrt, sowas von den Juden. So, aber das sind noch mehr, preis Gott. Ja, da kommen wir wieder zu diesen Zahlen, die Bedeutungen haben und zwar nicht unbedingt eine wortwörtliche, dass es genau 7000 Personen und nicht weniger sind, sondern dass es
die Zahl, die es sein soll im Sinne des Herrn, dass die errettet werden. Zahl. Die bestimmte Zahl, die vollkommene Zahl, die der Herr vorgesehen hat. Und wie groß die dann ist, weiß der Herr. Er hat ja auch zu Elia gesagt, ich habe noch 7000, die ihre Knie nicht gebeugt haben zu Baal, noch seine Füße geküsst. Ja. Weiß Gott, der Herr weiß, was er tut. Amen. Jetzt sage ich auch noch kurz was zu den zwei Zeugen. Auch noch ein paar Sachen. Es gibt viel, wie Pastor aber auch schon gesagt hat, es gibt viel Spekulation darüber, wer könnte das sein und so weiter. Die Bibel sagt es nicht zu 100% explizit, die heißen so und so und die sind so und so. Und wie ich auch schon mal gesagt habe, man kann manche Dinge etwas verschieden sehen, ohne dass es die Lehre oder irgendetwas angreift. Ich möchte mal ein paar Sachen dazu sagen. Wir sehen einmal hier, Israel ist wieder in einer Art ägyptischen Gefangenschaft. Und die zwei Zeugen haben eine ähnliche, nicht die gleiche, eine ähnliche Mission wie Johannes der Täufer, die Leute wieder zur Buße zu rufen. Dann sehen wir auch, dass sie sind wie ein Vorbote für Christus, der dann auch wiederkommen wird. Aber da kommt er nicht als Lamm, sondern als Löwe. Und wenn er sein Reich auf dieser Erde richten wird. Und sie werden natürlich die übrigen, das hat auch Pastor Weih gerade gesagt, aus Israel zur Buße bewegen. Das ist deren Aufgabe. Die Männer hier, die werden beschrieben, sind gekleidet wie Propheten. Und es sind wohl offensichtlich sterbliche Personen, sterbliche Menschen, denn sonst würden sie nicht zu Tode kommen. Also das ist, glaube ich, dennoch klar und alles. Die Bibel, wie gesagt, ist nicht klar, ob es Elia oder Moses ist. In 2. Könige 2, Vers 11, da steht, und als sie miteinander gingen und redeten, siehe, da kam ein feuriger Wagen mit feurigen Rossen, die schieden die beiden voneinander und Elia fuhr im Wettersturm gen Himmel. Also hier sehen wir, wie Elia entrückt worden ist von dem Herrn, mit einem feurigen Wagen in dem Fall. Also er wurde hinweggenommen von dieser Erde. Er ist nicht gestorben, er ist hinweggenommen worden. Dann in Judas 9 steht, um das mit Moses nochmal kurz aufzugreifen, was einige denken, als aber Michael der Erzengel mit dem Teufel stritt und mit ihm rechtete um den Leichnam des Moses, also den Leichnam, der ist tatsächlich gestorben, wurde nicht hinweggenommen, wagte er nicht, ihn für die Lästerung zu verurteilen, sondern sprach der Herr, strafe dich. Und so hier ist, der eine ist hinweggenommen worden, der andere ist gestorben. Von beiden weiß man nicht, wo ihr Aufenthalt, also wo sie sich befinden. Jedenfalls nicht auf dieser Erde mehr. Der Herr hat ihn verborgen. Dann gibt es eine andere Stelle in Matthäus, ich lese es jetzt aber nicht, im 17. Kapitel, die Verse 1 bis 3. Da sehen wir dann, wie Jesus redet mit Moses und Elia. Also sie sind da sozusagen in dieser Situation und sie reden miteinander. Dann deswegen kommen manche auf die Idee, das ist Moses und das ist Elia. Das sind die zwei, weil die waren jetzt schon mal da, dann werden die wieder kommen, weil Moses repräsentiert das Gesetz und Elia repräsentiert die Propheten. In Malachi steht aber, im 3. Kapitel, Vers 22 bis 24, gedenkt an das Gesetz meines Knechtes Mose, das ich ihm befohlen habe auf dem Berg Horeb für ganz Israel, an alle Gebote und Rechte. Vers 23, siehe, ich will euch senden den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommen wird. Da ist ein bisschen was konkreter, meiner Meinung nach. Und zwar ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommen wird. Also es wird bestimmt, auf welchen Zeitabschnitt wir hier reden, von dem großen, schrecklichen Tag, also ehe vor diesem zweiten kommen. Und ich werde euch senden den Propheten Elia. Vers 24, der soll das Herz der Väter bekehren zu den Kindern und das Herz der Kinder zu ihren Vätern, auf das ich nicht komme und das Erdreich mit dem Bann schlage. Und dann kurz noch eine Sache zu diesen zwei Ölbäumen, die ja erwähnt worden sind. In Sacharja 4, 11 bis 14 ist da mal die Rede davon, nicht nur, aber mal. Und ich fuhr fort und sprach zu ihm, was sind die zwei Ölbäume zur Rechten und zur Linken des Leuchters? Und ich sprach weiter zu ihm, was sind die beiden Zweige der Ölbäume bei den zwei goldenen Röhren und aus denen das goldene Öl herabfließt? Und er sprach zu mir, weißt du nicht, was sie sind? Ich aber sprach, nein, mein Herr. Und er sprach, es sind die zwei Gesalbten, die vor dem Herrscher aller Lande stehen. So, das hier ist eine Vision, die er hatte, circa 500 Jahre vor Christi,
vor der Geburt Christi. Das heißt, die, die er da gesehen hat, kann jetzt nicht Johannes der Täufer sein. Weil manche denken, es ist Johannes der Täufer, der wieder zurückkommt. Manche denken, es ist auch der Johannes, der kommt, oder irgendeiner der Apostel, oder was auch immer. Aber die, die da gesehen worden sind, das war schon 500 Jahre davor. Die scheiden aus. Und in Johannes 1, Vers 21 sagt es auch Johannes der Täufer selbst. Und sie fragten ihn, was dann, bist du Elia? Er sprach, ich bin's nicht, bist du der Prophet? Und er antwortete, nein. Weil es heißt, er ist gekommen in der Kraft oder im Geiste des Elias. Also mit anderen Worten, er hat auch kräftig gewirkt und hat die Leute zur Buße aufgerufen. Und da war ein kraftvoller Geist in ihm. Und deswegen hat man ihn verglichen wie der Geist des Elias. Aber es war nicht der Elia, der Johannes der Täufer. Jetzt kommen wir aber zu einem anderen Punkt. Und zwar, erstmal in Malachi heißt es, Elia wird zwar geschickt, aber wer könnte noch dann der andere sein? In Hebräer 9, Vers 27, da steht, und wie den Menschen bestimmt ist, es ist also den Menschen bestimmt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Okay, Elia wurde hinweggenommen und er starb nicht. Es ist den Menschen bestimmt zu sterben. Wie gesagt, ich will daraus keine Lehre machen. Es ist eine Sichtweise. Also er ist nicht gestorben, wie es bestimmt ist, sondern er wurde hinweggenommen. Und in der Bibel finde ich nur noch eine weitere einzige Person, die nicht gestorben ist und auch hinweggenommen worden ist. Und das ist der Henoch. In 1. Mose 5, 24 heißt es, und Henoch wandelte mit Gott und ward nicht mehr gesehen, denn Gott hatte ihn entrückt. Beide Propheten sind Propheten des Gerichts. In Judas 14 bis 15, also Judas 1, ne, es gibt ja nur ein Kapitel, es hat aber auch von diesen geweissagt Henoch, der siebente von Adam an, und gesprochen, siehe, der Herr kommt mit seinen vielen tausend Heiligen, Gericht zu halten über alle und zu strafen alle Gottlosen für alle Werke ihres gottlosen Wandels, mit denen sie gottlos gewesen sind, und für all das Harte, das gottlose Sünder gegen ihn geredet haben. Und dann natürlich sehen wir auch das Wirken von Elia in 1. Könige, die Kapitel 17 und 18. Beide waren also Propheten des Gerichts oder die ein Gericht dann vorausgesagt haben. Und dann sehen wir auch, dass sie diese zwei Zeugen, also das ist meine Meinung, machen wir hier keine Lehre draus, meine Meinung ist, es könnte tatsächlich so sein, dass es Elia ist und Henoch ist. Beide sind nicht gestorben, wie es bestimmt ist für einen Menschen. Aber wenn sie dann dort ihren Dienst beendet haben, als die zwei Zeugen und Israel dazu aufgerufen haben, und so weiter und so fort, nachdem diese Zeit für sie fertig war, wurden sie getötet. Und dann waren sie tot. Aber der Herr hat sie ja dann nach 3,5 Tagen, so lange haben wir ja gehört, hat er sie wieder auferweckt von den Toten. Und dann hat er gesagt, so, ihr habt alles getan, was zu tun ist, jetzt kommt zu mir. So, das ist, wie ich sagte, eine Sichtweise. Ich möchte nicht darauf beharren, dass es so muss es sein und nicht anders. Ganz kurz, steht ja drin in Hebräer, dass es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach das Gericht. Aber was ist mit der Gemeinde? Wir leben jetzt und wenn der Herr kommt, dann stirbt keiner von uns. Wir werden verwandelt werden. Ja. Aber wir sind ja schon, Christus ist ja schon gerichtet worden am Kreuz für uns. Also können wir jederzeit entrückt werden, wenn der Herr will. Und wir brauchen nicht zu sterben, weil wir haben ja das Leben in uns durch ihn. Das ist es ja. Ja, Amen. Aber Elia und Henoch waren nicht unter diesem Bund. Eieiei, dieses. Ja. Nein. Aber wie gesagt, ich würde nicht darauf beharren wollen, aber ja, weil. Bei dieser Erweckung, in der wir sind, ist es so, es werden einige, die gestorben sind, dabei sein, preis den Herrn, dass sie nicht warten müssen, bis die Erweckung da ist, weil sonst hätten die ja keine Hoffnung, wenn sie sterben würden. Aber der Herr sagt, nein, die Toten in Christus, die werden lebendig werden und mit ihm sein. Und diejenigen, die noch leben in diesem Zeitpunkt, wenn er kommt, die werden verwandelt werden und bei ihm sein.
Das ist das Werk, das er getan hat am neuen Bund, eben durch das neue Bund. Und diejenigen im alten Bund hatten ja nicht diese Möglichkeit, wie wir sie haben. Das ist ein kleiner. Es ist wichtig, dass wir das hier, was diese Ereignisse betrifft, dass wir das auch richtig besprechen, damit wir können das da durchmachen, ruckzuck, aber dann, ich habe nichts kapiert, das war alles viel zu schnell. Das ist ja vergeblich dann, aber so hilft uns das, auch die Gedankengänge, die noch kommen werden nach einer Lektion wie die hier, dass wir dann auch überlegen, das kann nicht sein, das ist möglich, fertig. Ja. Preis Gott, wir sind auf jeden Fall nicht mehr da, wir sind fort. Das ist das Wichtigste, ja. Weil wir haben unseren Dienst getan, wir haben die Heiden aufgerufen, die Welt aufgerufen, also die Menschen, sich umzukehren nach Gott. Und wenn unser Werk beendet ist, holt der Herr uns. Und wenn die zwei Zeugen ihr Werk, ihre Aufgabe beendet haben, holt der Herr sie. Warum sollen wir noch länger hier unten bleiben? Es wird ja nicht besser. Nee. Wie versprochen. Ja. Amen. Preis und Dank wollen wir. Preis Gott. Die ja, aber zu ihrem Tod. Ja. Mach ruhig. Ja. Der Antichrist, die Bibel sagt, er steigt aus dem Abgrund auf. Das ist seine Zeit, der Geist. Und dann wird der Mensch erscheinen und ja, die zwei Zeugen töten. Er wird Macht haben, der hat lasst Feuer vom Himmel fallen. Ey, deshalb darfst du nicht Zeichen und Wundern folgen, du musst der Wahrheit folgen. Ja. Und der Teufel, hör zu, ich habe das selber gehört von jemandem, der besessen war. Die Teufel, die da drin in dem waren, die haben Satan angebetet und haben gesagt, du bist unser Erlöser, du bist unser Heiland. Und da habe ich gedacht, hey, ich wusste nicht, dass das Teufel war, ich war ganz neu in der Gemeinde. Und da habe ich da, oh, der betet ja zum Herrn, das ist ja schon gut. Ne, der Herr ist unser Heiland, der Herr ist unser Gott, aber die Teufel sagen nicht, dass es Jesus ist. Die Teufel sagen, es ist ihr Luzifer, der sie erretten wird. Und die glauben wirklich, dass der sie noch errettet. Der hat die Alpha führt, die glauben es. Naja, das ist ihre Sache. Und deshalb ist es wichtig, dass wir dem Wort Gottes folgen, das Einzige, was wir haben. Ja, deshalb auch Dinge, wenn Wunder geschehen, wenn irgendwelche, was weiß ich, Weissagungen und tolle Dinge hervorkommen, die aus, wo das Gefühl haben, das ist was Übernatürliches, dann prüf es immer mit dem Wort. Mit dem Wort Gottes, mit dem niedergeschriebenen Wort Gottes, das ist die Konstante. Das ist das, worauf wir uns immer verlassen können. Und nicht auf die Gefühle, ach, das hat sich aber so richtig angefühlt oder das klingt so plausibel und so weiter. Wenn aber die Schrift was komplett anderes sagt oder was Gegenteiliges sagt, dann halte ich an die Schrift und verstehe, dass das verführerische Geister sind, die da am Wirken sind. Und es sind viele da draußen, die versuchen, dich kirre zu machen, verrückt zu machen und die versuchen, dich schlussendlich vom Weg abzubringen. Das ist ja das Ziel. Speziell, wenn jemand reinkommt in die Gemeinde und hat ein Wort für dich persönlich. Da musst du aufpassen. Der Heilige Geist, wenn du voll bleibst im Heiligen Geist, der wird dir schon helfen, dass du doch nicht alles glaubst, was sie sagen. Wenn ich sowieso schon Probleme haben, die Leute hier zu glauben, der Predigt, dann... Ja, es ist insbesondere sowas zu finden in der charismatischen Welt. Da rennen viele rum, die denken, sie haben die Gabe der prophetischen Rede oder Prophezeiung und so weiter. Und dann kommen sie zu dir und bilden sich ein, sie sind inspiriert von dem Geist Gottes und erzählen dann irgendwelche Geschichten und wissen vielleicht von dir ein paar Grundinformationen, nicht so viel, nur ein bisschen was. Und dann kommen sie zu dir und sagen, ja, Schwester sowieso, der Herr hat einen Mann für dich. Preis den Herrn, schön für dich.
Und der wird dann und so weiter und so fort. Und nach 3 Jahren ist es vorbei. Ja, genau. Und alles mögliche andere Dinge. Und manches ist es auch so, weil der müssen auch verstehen, der Teufel kennt dich, er studiert dich, er beobachtet dich. Er kennt also auch Verlangen, die du in deinem Herzen hast, die du vielleicht hier nicht jedem zeigst, aber er sieht dich im Alltag. Und das sind Schwachstellen, die er dann mit solchen Charismatik-Heinis versucht, dich zu beeindrucken. Die sagen dann etwas und denkst so, oh, woher kann der das denn wissen? Der hat gar keine Ahnung. Er ist inspiriert von dämonischen Mächten, die dich gesehen haben, die dich gehört haben, die deine Gebete gehört haben, die gesehen haben, was du in dein Tagebuch geschrieben hast und so weiter und so fort. Und die können ebenfalls solchen Menschen Eingebungen geben. Und deshalb da müssen wir aufpassen. In der Schrift ist auch die Rede, im Englischen kenne ich es nur, familiar spirits, also Geister, die mit dir sehr vertraut sind, die vielleicht würde ich sagen, die mit dir aufgewachsen sind, die deine Geschichte komplett kennen. Und diese Geister, die werden oft oder die wirken oft mit sogenannten Wahrsagern, Medien und wie sie alle heißen, diese Leute, oder mit Nekromanten, also diejenigen, die mit Toten reden und so weiter. Das ist alles Okkultismus, das ist alles dämonisch und das verurteilt die Schrift und der Herz aufs Schärfste. Und diejenigen kriegen ihre Informationen wirklich aus dieser dämonischen Geisteswelt. Und die sehen vielleicht Dinge, die hören vielleicht Dinge, die können Sachen imitieren, weil, wie gesagt, diese vertraute Geister, nenne ich es jetzt mal, die kennen dein Leben und das Leben deiner Familie. Und das ist sehr, sehr gefährlich. Und daher müssen wir immer aufpassen, mit solchen Leuten erstmal gar nichts zu tun haben. Wir haben auch nichts mit Tarotkarten zu tun. Wir haben auch nichts mit dem Ouija-Board und wie die Sachen heißen zu tun. Das ist alles ganz gefährlich, denn das öffnet ein Portal, eine Tür für die Geisteswelt. Und die kommt dann in dein Leben. Und okkulte Praktiken führen dazu, dass Menschen von diesen Geistern, von diesen Dämonen besessen werden. Und auch Familien dadurch plagen. Es ist ganz kurz, du kannst gerne mich korrigieren, wenn du siehst, du hast die Schrift unterscheidet Verschiedenes, die redet von Engeln, die redet von gefallenen Engeln, sie redet von bösen Geistern, Dämonen und so weiter. So, wir sehen die Engel, die gefallen sind, aber auch die Engel, die nicht gefallen sind, die können sich einen Körper oder in einem Körper manifestieren und können auch etwas bewirken. Also ein Engel, der dir erscheint, und du weißt das jetzt gar nicht, der lässt sich berühren oder der kann andere Materie berühren und bewegen und machen und tun. Dämonische Geister, die können das nicht. Deswegen versuchen die Menschen zu besitzen, um durch sie zu wirken. Und über diese okkulte Praktiken, da können sie Macht gewinnen über den Menschen. Und der Mensch glaubt, er hat eine besondere Fähigkeit und sagt sich, ich mache ja keine schwarze Magie, ich mache ja die weiße Magie. Magie ist Magie. Okkultismus ist Okkultismus vor dem Herrn. Da gibt es keinen Unterschied. Ja, wie wir darauf jetzt gekommen sind. Aber das heißt nicht, dass du keine Magie beim Essen drauf machst. Genau. Okay. Ich habe einen Fehler. Ich glaube, ich habe gesagt, dass bei dem Tod von den 2 Zeugen sich 7000 Leute bekehrt haben. Die sind nicht bekehrt worden beim Erdbeben. Ich meine, die sind getötet worden. Ja. Okay, da muss man schon aufpassen, was man sagt. Ja, 7000 genau. Getötet worden beim Erdbeben. Der 10. Teil der Stadt stürzte ein, wurden getötet, ja. Bei einem Erdbeben 7000 Menschen. Ja. Ihr habt gut aufgepasst. Ja. Wenn du das nicht willst, dann funktioniert das nicht. Mhm. Das heißt, du
gibst dem Teufel Einverständnis und dann hast du die Tür für ihn geöffnet. Ob es Wahrsagerei ist oder egal, dann kann er echt rein. Aber wenn du sagst, nein, ich will das nicht, ich kann die zu Hause legen, wie sie will, es funktioniert. So ist es. Aber da gibt es auch noch was Schönes. Wir sind bekehrt, wiedergeboren. Und wenn wir sagen zu einem Sünder, können wir für dich beten und er gibt sein Einverständnis, dann kannst du alles beten, was du willst. Und es wird funktionieren. Doch, er muss wollen. So der Mensch, der hat Autorität über sich selbst. Und Gott erkennt die Autorität an, dass der Mensch über sich selber regiert. Und das ist ja das heutzutage, ich will tun, was ich will, keiner sagt mir was. So. Ja, und das nutzt der Teufel sehr gut mit so Sachen, folge deinem Herzen und so weiter, weil er genau weiß, das Herz hat nichts Gutes, ne? Fleischliche Verlangen. Karriere, Geld, Ruhm, Anerkennung und was weiß ich noch alles. Und das wollen wir alles haben. Und das fördert der Teufel. Und wenn wir dem zustimmen, uns dem hingeben, dann wird der Teufel Wege machen, dass wir das auch allmählich bekommen. Und wir merken nicht, wie wir uns von dem Herrn entfernen. Denn unser Leben hier auf dieser Erde, der Herr ist nicht daran interessiert, ob du reich wirst, ob du Ruhm hast, ob du große Anerkennung hast, ob du vor der Welt als jemand gesehen wirst, boah, der hat oder die hat etwas bewirkt. Das interessiert den Herrn nicht, weil diese Dinge werden ja alle vergehen. Für den Herrn ist es wichtiger erstmal, dass deine Seele errettet ist, aber auch, dass du wiederum dass den Wille Gottes tust und andere Seelen berichtest über die Hoffnung und sie gewinnst für den Herrn. Das ist sein Ziel. Wenn jemand dabei wohlhabend werden sollte, wunderbar. Aber das sollte nicht unser Fokus sein, dass wir wohlhabend sind. Es ist nicht die Lehre, dass reiche Wohlhabende können nicht in den Himmel. Aber es wird schwieriger, weil die oft ihren Fokus nur auf diesen Dingen haben. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Amen. Und jetzt haben wir schon halb. Wir machen das nächste Mal weiter. Nächste Woche bin ich nicht da, aber die Woche drauf und so weiter, dann gucken wir mal, können wir das vielleicht so auch weitermachen. Preis den Herrn. Ich hoffe, ihr wurdet dadurch auch gesegnet. Schwester Ulrike hat noch eine Frage, gucken wir dann. Wir sind geduldig, oder? Mhm. Ich fasse nochmal kurz zusammen, in der Schrift heißt es, ein Tag ist für den Herrn wie 1000 Jahre und so weiter. Und die Frage ist halt, ob diese Zeitangaben, die hier genannt werden, ob das tatsächliche Zeiten sind in 24 Stunden und so weiter, wie wir das so kennen, nach Wochen und Tagen und so weiter und Jahre. Moment, willst du was dazu sagen zuerst? Okay, es trifft immer zu. Ich meine, es dreht sich immer darum, um den Zusammenhang, wie das gemeint ist. Gott lebt in einer Zeit, wo er die Zeit macht. Die Zeit bestimmt nicht über Gott, er setzt Zeiten. Und wenn er sagt, jetzt wie hier, es sind 7 Jahre, Gott ist unheimlich präzise und genau, dann sind es 7 Jahre. Auch zum Beispiel die Plagen, die später kommen, wie die Heuschrecken, 5 Monate, glaube ich, werden die Leute geplagt von denen und nach 5 Monaten ist vorbei. Ja, du siehst die Plagen bei Mose, die haben auch ihre Zeit gehabt und dann war es vorbei. So, für Gott macht das ein Tag nichts aus und 1000 Jahre nichts aus, bei uns schon. Ist hier jemand über 1000? Ja. So, wenn wir in der Ewigkeit sind, wir sind 1000 Jahre alt, da sehen wir nicht älter aus. Und da deshalb wollen so viele von uns in den Himmel. Ja. Siehst aber noch jung aus vor 1000 Jahren. Amen, schließe ich mich auch an. Gut. Dann danken wir dem Herrn.
Halleluja, Jesus, wir danken dir, Herr, für dein Wort. Wir danken dir, Herr, für die wunderbaren Dinge, die wir aus deinem Wort...